Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Silent Hill Shattered Memories. Das Spiel ist 2010 erschienen und zwar für die Wii, die PSP und die PS2. Ich spiele jetzt gerade die PS2-Version und das Spiel ist so eine Art, ja, ich würde sagen Neuinterpretation des ersten Teils. Da werden uns einige Charaktere bekannt vorkommen, also wenn ihr den ersten Teil kennt, eventuell auch Charaktere aus dem dritten Teil. Ich möchte jetzt aber noch nicht zu viel vorwegnehmen. Und es wird kein Blind Let's Play, ich habe das Spiel einige Male schon gespielt, als es rauskam, weil es eben so genial ist, weil es so viel zu entdecken gibt. Und ihr habt ja am Anfang gelesen, dass das Spiel ein psychologisches Profil erstellt. Also je nachdem, wie man handelt, wie man sich entscheidet, können sich Dinge im Spiel ändern. Aber darauf werde ich dann eingehen, wenn es soweit ist. So, ich habe vorhin schon mal ein Profil hier erstellt, habe da aber noch nicht viel gemacht, außer die Testaufnahme, damit das jetzt einfach ein bisschen schneller geht. Und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Let's Play. Ja, Option, mal eben gucken, ob da alles in Ordnung ist. Effekt, Lautstärke, okay, das passt alles. Gut, dann viel Spaß. Schauen wir uns erstmal das Intro an. Yes? The new patient is here. They're early. That's fine. We can start now. I'm glad you came. Just turning up shows your commitment to the process. Good. I've read your notes. The other therapist didn't work out for you. I want you to know this will be different. We take this at your pace. No notes, no drugs, no theories. We go back to the start. Understand what happened. Take a look at this short form. I promise it's the only one you'll see during your therapy. Try to answer truthfully. It's easier that way. Jetzt habe ich gerade schon so gesagt. Wir sind hier also bei unserer ersten Therapiestunde beim neuen Therapeuten. Und ihr habt gerade schon gesehen, wir konnten uns hier in der Umgebung, in dem Raum ein bisschen umgucken. Und wie gesagt, je nachdem, was man sich für eine gewisse Zeit anschaut, so kann sich das Spiel im Nachhinein verändern. Und hier haben wir jetzt hier so einen Fragebogen, den wir beantworten müssen. Ich finde leicht Freunde. Wahr oder falsch? Ja, wie definiert man Freunde? Also, so richtige... Nee, richtige Freunde... Nee, eher nicht schnell. Ein Drink hilft mir zu entspannen. Nee, wenn ich getrunken habe, dann bin ich nicht unbedingt entspannt, da bin ich eher aufgekratzt. Ich achte immer auf die Gefühle anderer. Nein, auch wenn ich das tun sollte. Ich bevorzuge abstrakte Ideen. Nein. Ich genieße Rollenspiele beim Sex. Oh, das kommt drauf an. Ich mach mal ja. Ich arbeite nach festem Plan. Nein, leider überhaupt nicht. Ich habe nie einen Partner betrogen. Okay. Never cheated on a partner, really? Ich habe gelogen. Okay. Okay. Na, wenn er das sagt. Und nu? Let's get started then. Okay. Cheryl. Cheryl? Sweetie? Oh my God. Cheryl? 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 Cheryl! Ja, wie es aussieht, hatte der gute Harry einen Autounfall. Und da ich weiß, dass das Spiel sehr dunkel ist und ich immer das Gefühl habe, YouTube konvertiert noch dunkler, werde ich mal die Helligkeit ganz hochschrauben. Spiel fortsetzen, dann seht ihr nämlich auch mehr. Gut, Harry hatte den Autounfall, Cheryl ist weg und wir haben gerade nicht mehr als eine Taschenlampe dabei. Okay, wir können sie rufen. Wir können gucken, was hinter uns ist. Wir können auch ein bisschen näher ranzoomen hier bei bestimmten Sachen. Zum Beispiel bei der Puppe. Das gehört nicht Cheryl, okay. Damit habe ich jetzt schon fast gerechnet, dass es nicht Cheryl gehört. Da können wir rüberklettern und das müssen wir sogar auch. Wie gesagt, ich kenne das Spiel, ich habe das einige Male gespielt, das ist aber jetzt auch schon länger her. Ich werde auch nicht versuchen, ein bestimmtes Ende zu erreichen. Ich werde jetzt einfach, ja, so drauf losspielen und dann wird sich das mit Sicherheit schon ergeben. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, der konnte doch auch rennen. Oder kann er doch nicht? Ah, so kann er rennen, okay. Und ihr seht schon, dass dieses Spiel wirklich sehr dunkel ist. Deshalb auch die Helligkeit so ein bisschen angepasst. Und die typische schöne Silent Hill Musik. Hier können wir uns jetzt auch nochmal ein bisschen umsehen. So, und solche Sachen dann, wenn man sich die dann halt länger anschaut, hey, dann bekommt man halt ein bestimmtes Spielerprofil. Da ich aber nicht auf ein bestimmtes Profil aus bin, gucken wir uns einfach mal alles an, was hier irgendwie von Interesse aussieht. Zum Beispiel dieses Foto, sagt er da nichts zu? Gotta find Cheryl. Ja, du musst Cheryl finden, wenn du da gerade so dieses schöne Familienfoto siehst. Cheryl. Das ist immer das Witzige, man kann hier immer ständig auf X drücken Und dann ruft er halt ständig nach ihr. So, und wenn man sich das Bier anschaut, sagt er da auch was? Na komm, Harry, sag doch was. Gut, dann nicht. Sweetie, Cheryl. Was haben wir hier? Silent Hill Fremden... 911. Auch Fremdenverkehrsamt, nützliche Telefonnummern. Ja gut, wenn das Telefon nicht funktioniert, dann bringt das wahrscheinlich sowieso nicht so viel. Da ist der Ausgang. Hier sind noch Toiletten. Da weiß ich gar nicht mehr, ob da was Nützliches drin war. Wir gehen einfach mal rein. So, Toiletten heißen eigentlich nie was Gutes bei Silent Hill. Oh, was sagt er denn dazu? Ja. Igitt, ja, genau. Und anders als bei den anderen Silent Hill-Teilen, Cheryl, wird hier wirklich ganz viel Wert aufs Weglaufen gelegt. Also so ähnlich wie bei Haunting Ground. Man hat halt auch keine Waffen, aber das werdet ihr alles nachher noch sehen. Es beschränkt sich wirklich ganz viel aufs Weglaufen. Oh, was haben wir hier? Cammy Boone wurde von der... Cammy Boone wurde von der gesamten... Offense durchgefickt. Cheerleader-Hure. Okay, also das Typische, was so an Toiletten steht. Und er sagt auch noch so, Cammy, ja. Okay, ich denke mal, wir müssen hier raus. Wir wollen jetzt auch gar nicht zu irgendeiner Cammy, wir wollen Cheryl finden. Dass die aber auch immer abhauen muss. Wenn man mit der mal irgendwo hinfährt. Furchtbar, dieses Kind. Ich würde die gar nicht mehr mitnehmen. Was ist das hier eigentlich... für ein Laden. Okay. Irgendwas. Können wir die Kasse ausrauben? Nee, leider nicht, oder? Sweetie, Sweetie. Dann gehen wir doch einfach mal hier raus. Dass der... Oh, benutzen. Okay, um Objekte zu nehmen, bewegen Sie den Cursor darüber und halten Sie die X-Taste gedrückt. Das Spiel ist halt, das ist für die Wii rausgekommen und dann halt portiert, heißt es portiert? Ja, ne? Portiert worden auf PS2 und PSP, von daher ist das Gameplay auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig und wurde halt, ja, für den Controller einfach nur so umgesetzt, weil normalerweise spielt man ja mit dem Nunchuck, glaube ich, auf der Wii. Tankstelle hat natürlich zu, wie alles in Silent Hill. Und wer die anderen Spiele kennt, dem ist bestimmt schon aufgefallen, dass hier verdächtig viel Schnee liegt. Kennt man ja sonst aus Silent Hill nicht so, dass es da wirklich so eine eisige Landschaft ist. Aber das ist halt bei Shattered Memories alles ganz anders, als man es bisher kennt. Und soweit ich mich erinnern kann, müssen wir... Ah, jetzt kommt nämlich genau. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir in diesen Laden hier reingehen... Das ist so die erste Entscheidung, die wir so richtig treffen müssen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein... James sag ich schon. Mensch, Harry, dreh dich doch mal um. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Fernsehladen oder so. Clear Picture, nee, ein Fotoladen. Und dann haben wir halt noch die andere Option, dass wir hier hingehen. Und das ist ein Klamottenladen, Theresas. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein. Sieht doch ganz nett aus. Findet der Harry vielleicht ein paar neue Klamotten. Zum Beispiel dieses wunderschöne rote Kleid. Ich habe gerade irgendwas gehört. Schickes Kleid, ja, schon. Für dich jetzt nicht unbedingt so geeignet, aber schon schick. Was haben wir hier? We pay, okay. Quality Vintage Clothing, aha. Also würde ich sagen, sowas wie so ein Second-Hand-Shop. Ein Anrufbeantworter, na dann wollen wir uns doch mal die Nachricht anhören. Hey Mom, I'm going now, so I gotta close up. That sad-looking guy came back with his wife's dress. He wanted to sell it, so I paid him. Not much else to report. Oh, I locked up back. The key is in Jane's jacket. See you next week. Okay, der Schlüssel ist in der Tasche. Der Schlüssel ist in der Tasche, aber in welcher Tasche? Oder habe ich das jetzt gerade falsch verstanden und wir können hier raus? Ach jo, können wir sogar. Und ich liebe ja die Musik immer so bei Silent Hill. Die ist so schön. Also der Soundtrack von den gesamten Spielen ist einfach nur genial. Ach, hier. So, und wieder die nächste Entscheidung. Ich glaube, der Schlüssel ist überall drin, je nachdem, was wir öffnen, was uns am besten gefällt. Und das ist mir persönlich zu blau. Das sieht eigentlich ganz cool aus, aber ich will mal die Mitte. Zack. Da ist er schon. Der Schlüssel. Ja, und ihr seht das wahrscheinlich, die Steuerung ist, wie gesagt, von der Portierung so ein bisschen hakelig. Aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann geht das schon. So, jetzt hier runterklettern. Und wer halt Silent Hill 1 kennt, der wird ja auch sehen, dass sich Harry optisch verändert hat. Mit der Brille jetzt irgendwie viel... Ja, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt intelligent sein. Jetzt sind wir auf dem Kinderspielplatz. Boah, und diese Spielplätze immer in Silent Hill und diese... ich habe da was gehört. Was war das? Diese witzige Dinosaurierrutsche. Ich glaube, die Tür ist verschlossen. Schrei doch nicht so. Okay, du wirst einen Schlüssel brauchen. Was ist hier alles verboten? Keine Erwachsenen? Bla bla, ja, das Typische. Gut, der Schlüssel ist, soweit ich mich erinnern kann, hier drin. Dann wieder irgendwelche Jugendlichen Bier gesoffen oder Cola. Nee, manchmal ist das auch Bier. Genau, je nachdem, wie gesagt, was man sich angeschaut hat, könnte das auch Bier sein. So, die können wir umdrehen. Aber da ist der Schlüssel nicht drin. Hier. Hört sich auch nicht so an. Nein. Dann da. Und das ist immer... Geh mal weg da. Das ist immer ganz interessant jetzt zu sehen. Ich habe gesehen, dass andere Leute im Moment, andere Let's Player, auch Silent Hill Shattered Memories gerade spielen. Und dann ist das immer ganz interessant zu sehen, was die halt so auswählen und was sich dann verändert. Da könnt ihr auch mal zwischendurch dann vielleicht bei irgendjemand anders reingucken, wenn es da noch jemanden gibt, den ihr gut findet. Ich glaube, die Sakura spielt das gerade mit Suishumaru zusammen bei Sui auf dem Kanal. Okay, bei Brodkin steht ihre Familie an erster Stelle, Telefonnummer, gut. Und dann ist das bestimmt ganz interessant, halt mal da reinzuschauen, wie sich der Spielverlauf so verändert, weil man kann ja auch leider hier nicht alles zeigen, sonst müsste man das ja 10-mal durchspielen. You okay, sir? Not a good night to be out and about. I'm looking for my daughter. Take a seat. Your daughter. Go on. We were in a car accident. When I came to, she was gone. Maybe she went to get help. She a clever girl? Sensible? Yeah, I think so. She's 7. Her name's Cheryl. Here's a photo. Cute. Harry Mason, 11th Street. Your ID says you live on 11th Street. That's a few blocks from here. 11th Street, yeah. Yeah, that's where I live. Uh-huh. You feeling okay, Harry? Any headache, nausea, blurred vision? A bit of all of them. Maybe she went home. Makes sense. Harry? Your phone? My phone? Right. They hung up. A lot of problems with phones on account of the storm. Maybe that was your little girl. She could be trying to call me from home. All units, please respond. Confirmed report shit. I need to follow this up. It's okay. I'll head home. I'm sure she's there. Tell you what, as soon as I'm done, I'll meet you over there. 11th Street. Thanks. Take care. Drücken Sie Kreis, um Harry das Handy in die Hand zu nehmen und so weiter. Ja, okay, also er wohnt jetzt hier relativ in der Nähe, in der 11th Street. Und die Polizistin, die wir gerade gesehen haben, die gibt es auch in, ja, mehreren Varianten, sag ich mal. Wir haben jetzt eine sehr freizügige Polizistin bekommen, da wir uns natürlich das Kleid angeschaut haben und das alles so ein bisschen auf, ja, wie sagt man, auf Sex reduziert haben, deshalb... Eine gute Sache, genau. Deshalb sah sie natürlich jetzt auch dementsprechend aus. Da gibt es noch ein Kostüm, wo sie ganz normal wie eine normale Polizistin aussieht, so fast schon wie eine deutsche Polizistin, halt mit einer Lederjacke und so ein bisschen grün-gelbes Oberteil. Und dann noch eine, die sieht eher aus wie so ein amerikanischer Cop. Und wir haben halt jetzt diese doch sehr freizügige Sibyl Bennett bekommen. So, können wir hier irgendwas machen? Erinnerungen. In dieser Stadt gibt es verlorene oder abgelegte Objekte. Diese Erinnerungen besitzen zwar keinen praktischen Wert oder Zweck, haben aber einst jemandem etwas bedeutet. Okay, eine Schneekugel. Was steht da denn wohl drunter? Ach so, kann man das machen, okay. Psalm, ah. Gut, dann nehmen wir die doch mal direkt mit Erinnerung abgelegt. Achso, jetzt müssen wir das hier wieder zuziehen und das hier wieder aufmachen. Okay, da ist nichts mehr drin. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Was gibt's denn hier in diesem leckeren Diner so zu essen? Kann man gar nicht erkennen. Daily Specials. Ah, Steak. Okay, Cherry Pie. Oh, lecker. Cherry Pie. Hot Dogs. Boah, ich habe letztens bei... Big Dog? Ja, Big Dog. Ich habe letztens bei Ikea wieder einen Hotdog gegessen. Boah, die sind ja so lecker. Hallo. Wir machen das hier ganz schön auf sexistisch, kann das sein? Ich wollte aber jetzt eigentlich, genau, mir das Handy anschauen. Und Telefonbuch. Ich wollte mal zu Hause anrufen. Ob das wirklich die Cheryl war, die angerufen hat? Hello? Cheryl? Sweetie? Damn. Oh, das hörte sich jetzt nicht besonders gut an. Galerie, Kamera, was haben wir noch so? Anruflisten, Spiele speichern, Einstellungen, Karte. Zoomen, mal eben gucken. Ah, so bekommen wir die Karte größer. Wir sind in der Bachmann Road. Ach nee, doch nicht, da sind wir, wo der blaue Pfeil ist. Okay, und da ist die 11th Street, wo wir angeblich wohnen.